Hey ho, liebe Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Gothic 1. Wie letzte Folge gesagt, bin ich jetzt mal eben den Weg vom Sumpflager bis hier zum alten Lager eben gelaufen, damit wir diese Wegminuten da jetzt nicht wieder abschimmeln müssen, ne? Ist ja auch ganz gut, dann laufe ich die eben alleine. Das ist ja jetzt nicht das Problem, wenn das jetzt während der Folge ist, ist es für mich ein bisschen lästig, wenn ich das jetzt immer cutten würde. Da wäre es vielleicht, dass ich es rausschneide, aber ja, wenn das jetzt an Folgenende ist, dann laufe ich schon gerne eben das alleine, da habe ich gar kein Problem mit. Aber jetzt extra das zu schneiden alles und so, dann, ja, da müsst ihr dann dabei sein, da werde ich dann irgendeinen Scheiß labern. Aber jetzt so am Folgenende ist das ja überhaupt gar kein Problem und es ist ja jetzt ein paar Mal schon gewesen, dass wir das ganz gut da hinbekommen haben. Dann ist die Folge halt eine Minute kürzer dafür, aber dafür laufen wir nicht einfach 3 Minuten wieder durch die Vegetation. Torus, hast du was zu sagen? Für Gomez. Oh, die Musik. Oh, ich muss gleich mal eben gucken, ob ich nicht irgendwie, geh weg, du scheiß Musik. Ob ich nicht irgendwie... Muss man eben gucken, ob ich cheaten kann, dass die Band weggeht. So, wir fragen mal ihn hier mal eben, ob der uns trainiert. Für Gomez. Ja, für Gomez. Kann ich von dir lernen? Wenn du genug Erz hast, zeige ich dir den Umgang mit der Armbrust. Gib mir einfach 200 Erz. Erstmal abwarten. Ja, will ich eher... Ja, wir haben im Moment noch gar keine Armbrust, also lassen wir das auch erstmal stecke. Wenn wir mal eine Armbrust haben, dann können wir da vielleicht mal weiter gucken. Aber so haben wir momentan noch keine, also brauchen wir das auch nicht machen. So. Zap. Mal ein bisschen Hintern gucken hier. Und weiter geht's. Wo ist Raven? Komm, altes Haus. Ich speichere vorher nochmal eben. Weil man weiß ja, die sind ja nicht alle so verträglich. Sagst du das falsche Wort? Hauen sie den Kopf ab. Was man so rum erzählt. Hallo. Hi. Was ist los, Kollege? Ich will einen Zwischenbericht abgeben. Gut, ich bin gern gut informiert. Sie wollen die Eier einer Minecrawler-Königin, um daraus ein Elixier herzustellen, durch das sie Kontakt zum Schläfer aufnehmen können. Ich habe die Eier bei mir. Du hast deine Sache gut gemacht. Du bist verlassen, es ist eben so. Das passiert mir nicht nochmal. Lass mich mal durch! Ja. Jetzt haben wir momentan keine Quest. Ja, wenn mehr. Du meinst. Ich bin gerade ziemlich verwundert, dass der jetzt nicht sagt, oh ja, dann geht's jetzt weiter und macht dat und dat. Also ich speichere jetzt hier nochmal und spreche meinem Gomez an, weil ich jetzt, Hallo. Irgendwie bin ich gerade ziemlich verblüfft, dass wir jetzt keine Quest mehr haben. Aber dann würde ich sagen, wir haben jetzt noch die 2 Quests im neuen Lager. Dann laufen wir einfach dahin und ja, können ja da dann noch mit Lee und Laris und so quatschen, vielleicht haben die ja was zu sagen. Aber puh, ich bin gerade echt ein bisschen baff, dass wir jetzt nichts weiteres hier bekommen haben, was wir machen sollen. Und ja, dann laufen wir jetzt mal, ich muss mal eben jetzt ein bisschen weiterlaufen, ein bisschen la machen, damit jetzt die Musik uns da nicht wieder nervt. Ich spreche mal eben Diego an, komm, ich spreche mal Diego an, yo, für Gomez. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Gut, die Musik hört ja. Doch ein bisschen. Bei mir kannst du lernen, deine... Die Geschicklichkeit möchte ich mal eben machen, 10 Geschicklichkeit mache ich mal eben. So, ja, oh lol, ich habe 10 Stärke gemacht. Scheiße. Machen wir eben 10 Geschicklichkeit jetzt noch eben. Haben wir zwar jetzt 20 Lernpunkte ausgegeben, aber... Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Dein Geschick kommt ja, bald wieder. Ja, okay, super, danke. Ich will jetzt eben... Ich habe keinen Bock, das da rauszuschneiden, ganz ehrlich, Leute. Deswegen rushen wir jetzt mal eben hier weiter. So, der Mannerli, der Herr Mannerli, Herr Mannerli oder wie er heißt, ist auch sehr schön. So, zack, jetzt sind wir raus. Ja, toll, jetzt haben wir 55 Stärke. Aber 20 Geschick, das ist schon mal ganz gut, weil dann kann ich hier schon mal den neuen Bogen anlegen. Der ist auch wieder ein bisschen besser. Speichern mal eben hier drauf und dann, ja, gehen wir einfach zum neuen Lager. Ich bin gerade echt ein bisschen baff, dass wir jetzt 2 Quests haben, die ja überhaupt keine Aussagekraft eigentlich mehr haben. Das ist einmal Wasserträger und einmal diese unbesiegbare Waffe. Ist nichts mehr dabei, was jetzt irgendwie von Aussagekraft ist. Puh. Naja, gucken wir einfach, was die im neuen Lager sagen. Weil im alten Lager ist jetzt nichts mehr. Im Sumpflager ist nichts mehr. Ja, bleibt ja noch das neue Lager über, was irgendwie noch was uns sagen könnte, was wir machen sollen. Ansonsten, ja, weiß ich auch nicht. Das wäre natürlich jetzt lustig, irgendwie eine Quest falsch oder so. Naja, hoffen wir mal. Hoffen wir mal das Beste, ne? Ist hier noch was Neues im Wald? Ob wir eben auch auf den Schnauze hauen können beim Durchlaufen? Wir haben, glaube ich, schon mal beim letzten Mal gemacht, oder? Oder? Ist hier noch was? Ja, komm, ein paar Fliegen. Den hauen wir eben auf die Birne. Aber was die Quest uns... lol, ich häng grad... Wir sind ja gerade ein bisschen hergeschlittert. So.
Boah, die Barrier, die bumst wieder richtig, ist so laut dann. Wenn das so gewittert, dieses magisches Gewitter da ist. So. Sehr schön, haben wir die eben auch wieder weggemacht. Brauchen wir uns da keine Sorgen machen, dass irgendwo noch Erfahrung rumläuft, von der wir nichts wissen. So, hier müssen wir auch nur links, dann sind wir auch schon da, also der Weg ist ja echt kurz. Der ist ja nicht so weit. Puh, ja, bin ich echt jetzt gespannt. Ich habe keinen Schimmer, wie es weitergehen soll. Aber das Spiel wird uns schon leiten. Das Spiel wird uns leiten, hoffe ich. Hoffe ich. Da ist noch ein Morad. Oh, das ist eine, waren wir schon mal in der Höhle drin da? Hm, kommt mir irgendwie unbekannt vor. Bam, auf die Birne. Hallo? Ja, zumindest ist nichts drin, dann waren wir da auch schon drin. Dann ist doch gut. Ja, wir schwimmen diesmal nicht hier wieder das Ding hier hoch, ne, weil das war echt ein Reinfall. Wir springen nur mal eben drüber. Holen uns dabei noch die Fliege. Ja. Wo bist du? Da. Zack. Lass die Flügel liegen, ich habe jetzt keine Lust, die aufzusammeln, wenn wir jetzt hier eben so durchrushen auf diesem langen Weg. Die 5 Gold seien uns verziehen, dass wir die liegen lassen. Oder Erz, ich sag immer Gold. Genauso wie die 2 Fleisch davon. Hm, da gehen wir durch. Oh, da hinten ist noch ein Turm. Bei dem waren wir... Ach nee, okay, das ist der Turm von dem alten Lager. Ich dachte schon, der sah so aus, als wenn der auf dem Berg steht. Wollte gerade sagen, da waren wir auch noch nicht. Ansonsten, pf, ja, weiß ich nicht. Aber es muss ja von den großen Lagern muss ja eine leitende Quest weitergehen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwo im Wald einen finden müssen, so ein Opa, der uns dann die Mega-Quest gibt, so, ne? Ich stell mal die Scavenger da hinten an. Hallo, stimmt mal. Oh, diese Erfahrung hier hinten. Oh. Ist ja ein Schmaus in meinen Augen. Kommt her. Komm her. Komm her. So, aber von denen sammle ich das Fleisch eben ein. Die liegen so beieinander. Das Fleisch will ich jetzt nicht liegen lassen. Aber die Erfahrung wieder hier, 250 Erfahrung mit 5 Schlägen. Wenn wir jetzt mal gucken, Raven hat uns ja auch, hat er uns 500 oder 250 Erfahrung gegeben. Also das fand ich jetzt ein bisschen wenig für so eine große Quest in dem Sinne. So, jetzt sammle ich hier mal eben noch die Sachen ein. Entschuldigung, Leute. Guck mal eben, hier bei der Hütte, hier waren wir bis jetzt nämlich noch gar nicht. Fackel. Ein Krug. Ist hier gar nichts. Irgendwie ein bisschen komisch, dass hier die Hütten so verfallen stehen, aber eigentlich, ne, wenn hier so verfallene Hütten stehen, als ob da Reichtümer drin wären, so, ne. Ja, wäre ein bisschen. Zack. Da hinten ist noch eine Höhle, oder? Sehe ich das falsch? Jo, da ist noch wer. Nice, da waren wir auch noch nicht drin. Ja, super, dass wir hier nochmal im Ring gegangen sind. Da sind wir in der, ist wir in der Höhle. Hoffentlich keine Banditen, die uns jetzt einen auf die Mütze geben. Und wenn, dann hauen wir den einen aufs Maul. Was zum Teufel machst du hier? Aua! Mal sehen, wer gleich Staub schluckt. Aua! Lol, da war ich gerade absolut, ich hatte die Maus noch nicht mal jetzt an der Hand. Mach ihn. Ja! Och Mann, ich hab auch, wo hab ich das letzte Mal gespeichert? Gut, hier vorne. Kerl, da hab ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Gut, dass ich hier gespeichert habe. Warte, wir futter mal eben was, ich will die fertig machen, Jungs. Komm, Pilz, ja, komm, der gibt mir zu wenig. Fleisch, bam. Gebratenes Fleisch, ja, dann speichern wir nochmal. Ja, damit habe ich jetzt absolut nicht gerechnet, dass der uns sofort auf die Mütze geben will. So ohne eine Frage, sonst irgendwas. Ich versuch's eben, ich hoffe, das schaffen wir. Weil die haben jetzt ganz schön Damage gemacht, oder? Nee, geht gar nicht. Wir hatten, also geht. Wir hatten ein halbes Leben, jetzt so viel Damage war es nicht. So, aber jetzt ziehe ich die Waffe natürlich direkt. Was zum Teufel machst du hier? Ah, ein Kampf! Der hat genug. Kümmerliche Vorstellung. Ein kleiner Windstoß und der... So. Die anderen haben wir natürlich auch im Umschau alleine wegen der 80 Erfahrung. Krautmischer. Oh, der hat auch noch schöne Sachen dabei. Erz, ein paar Tränke. Ein bisschen was zu futtern. So, die Waffe von ihm. Oh, ich hau den mal nochmal um, weil sonst kann ich die Sachen nicht von dem nehmen. Das wird dir noch leid tun. Oh, was haben wir hier für einen Bogen? Oh, kein guter Bogen. Warte, den hauen wir auch nochmal hin. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen.
Hallo, ich will den ausrauben. Oh, 80 Erz auch noch und die Sachen. So, sehr schön. Jetzt gucken wir mal, was die hier sagen gleich. Die juckt das anscheinend nicht, dass wir die umgehauen haben. Ansonsten, was sagst du? Das wird dir noch leid tun. Was zum Teufel machst du hier? Alter, bist du auf Drogen, Junge? Was geht bei das dir denn? Das wird dir noch leid tun. Was geht bei ihm? Verdrescht uns direkt wieder. Naja, nicht schlimm. Lol. Wie viele Viecher sind denn hier noch im Speicher? Wir sind jetzt gerade so weit vom Lager weg und du geht gar nicht. Also es ist da hinten direkt. Naja, machen wir die auch noch eben fertig. Stirb. Da ist ein Trank drin, den holen wir uns auch gleich. Warum waren wir denn hier noch nicht? Also wir holen uns eben erst den Trank. Komisch, waren wir ein bisschen unaufmerksam. Ja. Speichern eben, bevor wir da direkt in die jetzt rein, weil ich rush da jetzt direkt rein. Ich habe keinen Bock da jetzt noch 5 Minuten die zu pullen oder sonst irgendwas. Aber das sind schon 5 Viecher da oder was das sind. Wenn die uns mal irgendwie zusammenbacken. Lol, wir one-hitten die auch. Lol, wir haben so viel Damage. Wir one-hitten jetzt mittlerweile diese ganzen Viecher. Nice. So, Varane. Varan, zack. Morad, zack. Zack. Na gut, Stufe aufgestiegen, wieder. Hammer, nice. Ey, wir kommen so gut voran. Ich bin ja echt ein bisschen verblüfft, dass wir so gut vorankommen. Für manche ist es vielleicht, die jetzt sagen, oh ja, wir laufen ja nur rum, es passiert nicht viel. Aber ich finde irgendwie, wir kommen mega gut voran. Da sind wir auch noch nicht hochgelaufen, das müssen wir auch mal machen. Aber wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir irgendwie eine Hauptquest kriegen. Weil dann, bevor ich keine Hauptquest mehr kriege, laufe ich jetzt nicht noch irgendwo blöd rum und gucke, was es sonst noch irgendwo gibt. Wir werden jetzt versuchen, da oben dem Lefty aufs Maul zu hauen. Damit wir die Quest mal erledigt haben. Und dann gucken wir, dass wir halt mit Lester und Laris mal sprechen. Das sind ja hier die Hauptgurus von dem neuen Lager hier, die was für uns zu sagen haben. Speicher mal eben. So, zack. Bin mal gespannt, was der jetzt sagt. Ja, hoffentlich kriegen wir den jetzt auch einzeln und nicht, dass hier alle wieder von denen kommen. So, Junge. Hey, du. Ich habe dir doch gesagt, du sollst den Bauern wa- Ich mag es nicht, wenn man mir Sachen verspricht und sie dann nicht hält. Ich kann irgendwie nicht schlagen. Doch, jetzt kann ich. Der hat genug. Ein Kampf! Der hat genug. Boah, lol, die haben geile Waffen. Und schnell die Sachen, glaube ich, guckst du mir. Oh, der hat auch noch einen Ring dabei. Boah, Brot, 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 Brot und noch einen Bogen. Boah, haben die viele Sachen dabei. Nice, ich speichere nochmal eben auf neuen Spielstand. Ja, sehr gut. Wir sind mittlerweile, man sieht, wir kriegen zwar noch viel Damage, aber wir können die auch mit unserem Damage besiegen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was du zu sagen hast, Lefto, Leftomat. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Das wird dir noch leid tun. Na, mein Freund. Mann, was willst du? Ich hatte einen schlechten Tag. Bauern sind... Oh, die Bauern sehen durstig aus. Die Bauern sehen durstig aus. Ich kümmere mich drum, mach dir keine Sorgen. Nice. Jetzt ist er der Wasserjunge. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Auf jeden Fall. Was ist los, Klopsi? Hat auch nichts zu sagen. Gut, dann haben wir die auch. Dann ist jetzt noch eine Quest da drin. Das sieht irgendwie für mich ein bisschen leer aus. Oh, hoffentlich ist das alles hier so in Ordnung. Nicht, dass wir irgendeinen Bug haben. Da hätte ich natürlich jetzt mega Schiss vor, dass jetzt irgendein Bug ist und irgendeine Quest fehlt. Aber naja, wir haben ja alles ordentlich gemacht. Schön nach und nach. Also das wird schon passen. Eins, was wir jetzt hier noch machen können, hat hier im neuen Lager gucken. Söldner, Söldner, Söldner. Gucken jetzt, dass wir an die anderen rankommen. Er hier mit seinem Damm ist ja jetzt auch zufrieden, weil wir den Lurker besiegt haben. Boah, wie gut wir einfach sind, aber... Ja, ich bin eher so der Typ, der bei solchen Spielen doch den Guten spielt, so sagen wir mal den Guten. Ist hier irgendwie einer von denen drin? Was die uns jetzt noch reinlassen hier? Weil die haben uns ja eigentlich nur reingelassen, weil wir aussehen wie ein Buddler. Nö. Nö, okay. Lester, wo, also ist das Laris oder Lester oder Lee? Lester ist der Typ aus dem Sumpflager, der uns da begrüßt hat. Und da oben, ach okay, genau, hier oben. Da oben links ist einer und hier oben in der Ecke ist ja auch noch einer, stimmt ja. Ja. Bin ich ja mal gespannt. Oder? Bin ich jetzt hier ganz falsch? Ne, hier, genau. Gomez Schergen kommen hier nicht rein. Geh! Es wird nicht so Gomez, Gomez,
Gorme. Okay, zu dem kommen wir also nicht mehr. Puh, ja, dann können wir eigentlich nur noch da hoch zu ihm. Und wenn das nicht ist, dann wüsste ich nicht, dann müsste ich echt mal, ja, dann google ich einfach, klar. Ich will hier keine Zeit verschwenden und blöd rumlaufen. Wenn ich absolut keinen Plan habe, wie es weitergeht, dann kann man ja eben, kann ich ja eben schnell googeln, weil ich will ja auch, wie ihr, dass es weitergeht. Ich will das Spiel spielen und nicht drei Stunden rumrätseln. So, jetzt bin ich mal gespannt. Willst du mich verarschen? Solange ich damit nichts zu tun habe, lass uns lieber über was anderes. Wie sieht's aus? Wie geht's denn jetzt weiter, Leute? Guck mal, was die hier vorne sagen. Muss ich vielleicht mit den... Halt! Niemand darf... Muss ich vielleicht bei den Feuermagiern mit denen quatschen? Hm, ich weiß nicht. Wir gehen jetzt mal eben noch wegen der neuen Waffe holen. Wenn wir jetzt gerade einmal hier sind, gucken wir, dass wir wegen der neuen Waffe da rankommen. Warte mal, was ist mit Diego vielleicht da unten? Ob der noch was hat? Bin ich ja mal gespannt. Vielleicht hat Diego was. Schaut schon den mal eben an. Ach, Gorn, nicht Diego. Hat auch nichts. Bis später. Diego hatte auch nichts, mit dem haben wir auch schon gequatscht. Ja, dann speichere ich hier mal eben nochmal. So. Haben wir die, also haben auch nichts. Ja, vielleicht müssen wir mit den Feuermagiern quatschen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ansonsten, im alten Lager wüsste ich jetzt keinen nennenswerten. Wir haben mit. Also, wir haben mit Taurus gequatscht, der hatte nichts. Der ist ja. Wir haben mit Diego gequatscht, der hatte nichts. Wir haben mit Raven gequatscht, der hatte nichts. Und wir haben mit Gomez gequatscht, der hatte nichts. Das sind ja die vier Großen aus dem Lager. Erstmal abwarten. Vielleicht hätte ich mit Lester im Sumpflager noch quatschen sollen. Naja, ich werde da auf jeden Fall gleich eben googeln oder eben auch alleine eben rumeiern gucken. Weil ich will da keine Zeit verschwenden jetzt hier im Let's Play. Ich will hier natürlich vorankommen. Deswegen, da werde ich dann gleich eben selbst gucken, wie das geht. Und dann sehen wir uns natürlich dann da, dann an der Stelle weiter, wo es dann wirklich auch weitergeht. Ein bisschen sterbe ich jetzt hier. So, aber das mit der Waffe, das machen wir jetzt noch. Dem muss ich auf die Schnauze hauen. Schon alleine wegen der ganzen Erfahrung. Aber wenn ich jetzt mal so gucke, wir waren ja hier, ist ja auch noch die Mine, wo wir nicht reinkommen. Weil, ja, da ist ja auch das Tor runter. Und da müssen wir auch erstmal die Erlaubnis bekommen, dass wir da durchkommen. Und, ja, ich weiß nicht, warum jetzt keine Quest ist. Es gibt noch so viele Sachen, die noch, sag ich mal, verschlossen sind. Auch die ganzen Ork-Regionen, die ja noch anscheinend irgendwo sind. Weil wir ja schon davor gewarnt wurden, dass da Orks sind. Bin gespannt jetzt wirklich. Ich bin jetzt wirklich mega gespannt, wie es weitergeht, weil ich echt keinen Dunst habe, wie es weitergeht. Auf jeden Fall wäre es ja cool, aber den ganzen Questlog hätten wir dann leer. Ich habe jetzt hier nochmal gespeichert. Nicht, dass ich jetzt hier durch meine Gespringe gleich irgendwo runter donner. So, hier rum, da hoch und dann hinten in der Ecke ist der. Müssen wir eben nochmal futtern dafür. Fleisch. Zack, hat zwar 15. Müssen das aber weg. Also ich habe jetzt keine Lust, Tränke dafür zu verschwenden, nur weil wir jetzt einmal hier ein bisschen Leben aufladen wollen, ne? So, zack, zack, Speicher 39. Und weiter geht's. So. Na, du kleiner Mongo. Ansonsten. Ja, weiß ich nicht. Ich gucke gleich erstmal. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir das da machen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und da werden wir dann auf jeden Fall was haben, was uns weiterbringt. Da werde ich gleich drum machen. Da werde ich mich gleich drum kümmern. Zack, die Treppe hier hoch. Und dann, ja, den werden wir jetzt wahrscheinlich aufs Maul hauen können. Wir haben die gleiche Waffe wie er, also machen wir ganz guten Damage. Wir halten jetzt relativ viel aus. Aber wenn wir das ja wohl jetzt hinbekommen. Lol. Direkt an die Lantern da gebackt. So, speichern. So, zack. Ich hoffe, wir kriegen jetzt mit einem Mal, dass ich da jetzt nicht faile. Gut, jetzt kann ich mich auch wieder bewegen. Los geht's. Du, Mongo, kriegst jetzt aufs Maul, Junge. Ja, machen wir. Ich hab den ganzen Kram dabei. Jetzt machen wir den Deal mit der ultimativen Waffe, ja? Dann zeig doch erstmal her. Hier hast du. Hm, ja, klasse. So, nun her mit dem Ding. Vergiss es. Was? Glaubst du echt, da kommt jetzt noch was? Ich meine, wer so dämlich ist, sich auf so einen Quatsch einzulassen, der hat doch nicht besser verdient. Wundert mich, dass du überhaupt noch lebst. Wenn du so leichtgläubig hier in der Gegend rumrennst, machst du es nicht mehr lange. Macht aber nichts. Jetzt haben wir Jungs wenigstens genügend Fressalien zum Feiern. Schönen Dank auch und vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Speichern und jetzt hauen wir dem einfach so richtig dick aufs Fressbrett. Ja,
Der hat genug. 160 Erfahrung, das war aber auch jetzt knapp. Ja, Steinbrecher. Oh, Rasiermesser, Fackeln, Erzbrocken, nicht so viel, eine Münze, Tränke, richtig viele Äpfel, richtig viele und die Sachen, die wir ihm halt gegeben haben, ne? So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich speichere nochmal eben vorher, aber auf 38. Guck mal, was der jetzt zu sagen hat, du kleiner Scheißer. Komm her. Komm her. Hallo? Ja, das steht auch auf. Das wird dir noch sehr leid tun. Nö, ich glaub nicht. Was isst du da? Du hast nichts mehr, du kannst nichts mehr essen. Boah, wie schnell der kaut, Junge. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Gerne. Hey Mann, das kannst du mit mir nicht machen. Was willst du denn noch? Verschwinde! Geh jemand anders auf die Nerven, sonst setzt was. Kapiert? Ja, okay. Also, super. Dann haben wir das jetzt auch erledigt. Ja, wir haben einfach keine aktuelle Quest momentan. Gescheiterte Aufnahme im Lager, ich wollte gerade sagen. Beförderung zu den Gardisten. Okay, das sind einfach nur Infos, die wir haben. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal dann da, wo es weitergeht. Ich werde jetzt eben gucken, wie es weitergeht. Ich habe absolut keinen Plan. Deswegen gucke ich das jetzt eben nach, damit wir da nicht so viel Zeit verschwenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin. Tschüss.